Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Wir leisten Wissensarbeit. Wissen ist unser wichtigstes Kapital. Alles schön und gut. Aber was genau ist eigentlich Wissen? Viele denken beim Stichwort Wissen oder Wissenskapital an einen verfügbaren Bestand von Dokumenten oder auch Inhalten im Internet, wie zum Beispiel Wikipedia. Ist unser Wissen also das, was wir in Dokumenten und Datenbanken festhalten? Nein, all das ist noch kein Wissen, sondern sind lediglich Daten und Informationen. Wissen entsteht erst dann, wenn diese Daten und Informationen von einem menschlichen Bewusstsein verarbeitet werden. Das heißt, sie werden selektiert, interpretiert und dabei in Beziehung gesetzt zu individuellem Vorwissen, eigenen Erfahrungen und Werten. Ein Beispiel. 29, 10, 1929. Allein mit dieser Abfolge von Zahlen lässt sich nur wenig anfangen. Werden diese Daten allerdings in einen Kontext gestellt, kann die Zahlenfolge entschlüsselt werden und stellt eine Information dar. In diesem Fall der Tag des Börsencrashs in New York, 29. Oktober 1929. Werden jetzt weitere Informationen hinzugefügt und innerhalb eines spezifischen Erfahrungsrahmens vernetzt, entsteht Wissen. Zum Beispiel können Historiker Ursachen und Auswirkungen auf nachfolgende Zeiten erklären und Finanzexperten helfen, Prognosen für die Entwicklung der Finanzmärkte in Zeiten einer Krise zu formulieren. Wissen ist also eine subjektive Konstruktion. Es entsteht im Kopf. Damit ist es an den Menschen gebunden. Wir setzen Wissen ein, um rationale Entscheidungen zu treffen und um Aufgaben und Probleme zu lösen. Damit hat es einen konkreten Handlungsbezug. Wissen ist nicht Macht, aber es ermächtigt uns. Wissen macht uns handlungsfähig. Einfach erklärt, Wissen sitzt immer zwischen zwei Ohren, nicht zwischen zwei Buchdeckeln und nicht zwischen Bit und Byte. Thank you.